Er war schwach und egoistisch. Ich hatte ihm die Chance gegeben, sich zu beweisen. Er hätte mir nicht. Oha, wie viele sind denn hier? Das ist ein fucking Traum, I hope. Oh, das war jetzt. Das war jetzt dämlich. Ja, ich stand genau davor und hab geschossen vor dem Teil. Ich komme. Nicht kämpfen. Lass einfach los. Du hast deinen Zwecker fest. Ich lass den Scheiß-Button bestimmt nicht los. Au! Wow! Du bist zäher als ich dachte. Wow! Mich zu töten wird überhaupt nichts ändern. Glaubst du, der Tod macht mir etwas aus? Er ist meine Bestimmung. Ich gebe meinen Sniper! Und das mit Freuden. Ich verstehe meine Rolle. Ich bin sein Opfer. So einfach ist es. Was? WTF, Alter! Du bist Fleisch. Ich kann mich nicht mehr bewegen! Sammel! Das Spiel ist arg unfair! Ich hab noch nie so einen unfairen Ego-Shooter gesehen! Dass sie das durch die Wände schießen, der Gegner in Far Cry 1, Pillepalle dagegen. Das ist Pillepalle-Cheating dagegen. Aber einfach meine Bewegung auf Null setzen. Finde ich asozial. Gut, dass die Scheißwaffe unbegrenzte Munition hat. Och ja, schieß doch. Was willst du weiter Boten gehen für einen Teenager und deine Hausfrau? Whitetails sind nicht hinter dir. WTF? Ja, kann dich jetzt wirklich nichts machen. Oh! Okay, das war unfair. Borderlands 2 haben sie es doch gut gelöst. Alter. So, zum nächsten Mal. Was zur Hölle ist hier Phase? Noch einmal. Obwohl, Mann. Doch! Wo bist du? Auf jeden Fall fast tot. Am Ende schlechter dran. Eli, Brad. Du wirst vom Unglück. Piss dich, du Scheißvieh. Oh, verpiss dich doch, du Scheißbär. Oh, was ist denn das denn? Ich lande und werde direkt abgeschossen. Wir wissen,
Wo ist denn der scheiß Sniper jetzt hinten? Rechts von dir sind das Mongos. Man kann durch die Suppe auch kaum was sehen. Und nochmal diese süßen Holzfäller von Jakob. Ich habe bei mir bloß eine Falltür. Lol, das One-Hitte, das weht hier. Er war schwach und egoistisch. Ich hatte ihm die Chance gegeben, sich zu beweisen. Er hätte mir nur seine Whitetails geben müssen. Dann hätte er uns allen den Ärger erspart. Vor allem, man kann nicht sofort zu der Waffe wechseln, die man möchte. Man wählt immer nur das nächste Fach. Das finde ich scheiße. Kann man auch an so vielen Eco-Shootern auch recht besser machen. Lass einfach los. Piss dich doch mit deinen Messern. Also ich muss sagen, auf schwer kann der echt eine Bitch sein, der dieser Far Cry Teil. Jetzt erstmal die Hauchgranaten. Ja, du bist ein Arschloch. Aber schieß doch da drauf die ganze Zeit. Sag mal. Oh, fuck, Mann. Oh! Ist das zum Mäusemelken hier? Oh, diese scheiß Köter! Oh, was ist denn das? Da kann man doch nicht reagieren! Du hast deinen Zweck erfüllt. Das ist so unfair. Das ist wirklich eine unfaire, dumme Scheiße. Vor allem dumm. Ja, in den meisten Fällen kannst du nicht reagieren. Weil irgendwas anderes Sache ist. Und natürlich sind die Helfer ausgeschaltet. Der war schwach und egoistisch. Das heißt, Hundi kann ja auch nicht helfen. Super. Er hätte mir nur seine Whitetails geben müssen. Dann hätte er uns allen den Ärger erspart. Das ist nicht aber das Schlimme. Jetzt gehe ich in der Felswand lang. Oh ja, natürlich, gleich wieder am Arsch. Ich hab mich gar nicht mal richtig angenähert und schon am Arsch. Du hast deinen Zweck erfüllt. Oh, du mit deinem Wichsmesser kannst auch mal dich verpissen hier. Natürlich ist es auf der Seite. Natürlich ist das Magazin alle! Nicht zu treten wird überhaupt nichts ändern. Glaubst du, der Tod macht mir etwas aus? Ja, das passiert halt, wenn man Far Cry 5... Ich gebe mein Leben für den Joseph. Das mit Freude. Ich verstehe.
Da öffnet sich der Wingsuit nicht, obwohl man drauf drückt wie der Bauer. Och man. Gegner respawnen! Geht doch in Deckung! Nein, das darf doch echt nicht wahr sein! Was ist denn das für eine Gülle gerade? Crytek, was ist das wirklich für eine Gülle? Weil direkt hinter mir standen die. Meine nicht, er war schwach und egoistisch. Ich hatte ihm die Chance gegeben, sich zu beweisen. Er hätte mir nur seine Whitetails geben müssen. Dann hätte er uns allen den Ärger erspart. Ich krieg eine Macke. Nehmen wir an, du schaffst das hier raus. Was das? Erledigst du weiter Botengänge für einen Teenager und eine Hausfrau? Whitetails sind nichts ohne Eli. Du bist nichts ohne Eli. Ich schieße die ganze Zeit. Endlich. Ist es nicht merkwürdig, dass jeder, dem du zu helfen versuchst, am Ende kommt er dran? Eli. Du bist vom Unglück verfallen. Würdest du sie wirklich schützen wollen? Das ist so zum Haare rauf. Das wäre für alle besser. Oh ja, das ist ein verlässliches Missionsgebiet. Nicht kämpfen. Lass einfach los. Du hast deinen Zweck erfüllt. Und ob ich noch überlebe bis dahin, bis zum Respawn. Oh, ich überlebe noch bis zum Buis. Oh, öffne doch dein scheiß Swingers! Das für eine dumme Kacke, Alter! Die ganze Zeit! Du bist Fleisch. Ja! Siehst du das? Ich hab's gesehen, aber ich wollte nicht gerade respawnen, weil du gerade in der Luft warst. Oh, und ich musste gerade springen, weil ich unter Schuss. Mach eine blaue Bauchlandung auf den letzten! Da nicht was. Das ist so ein asoziales Gebiet, ey. Ich. Kriegt einen Kollaps. Es ist halt asozial in dem Sinne, weil es halt total unfair ist. Ich hatte ihm die Chance gegeben, sich zu bewahren. Hat so seinen unfairen Aspekt in dieses Spiel. Der uns allen den Ärger erspart.
Sag mal, wo kommt das her? Man weiß halt nicht, wo die Scheiße steht, Alter. Nehmen wir an, du schaffst das ja. Bring ihn um und komm zu mir. Erledigst du weiter Botengänge für einen Teenager und deine Hausfrau? Whitetails sind nichts ohne Eli. Du bist nichts ohne Eli. Oh. Es ist unfair, die spawnen aus dem Nichts raus. Ich eigentlich noch. Teilweise reagieren die Gegner nicht, wenn man sie auf sie schießt. Wenn man fucking nochmal sie in den Kopf schießt. Teils. Also mein Schneid mit den Scheiß da löschen. Kauft ihr doch noch ein größeres Magazin. Nehmen wir an, du schaffst das hier raus. Was dann? Erledigst du weiter Boten für einen Teenager und eine Hausfrau? Whitetails sind nichts ohne Eli. Du bist nichts ohne Eli. Och, ernsthaft! Krepiert gerade. Where the fuck? Findest du es nicht merkwürdig, dass jeder, dem du zu helfen versuchst, am Ende schlechter dreht? Eli, Pratt, du wirst vom Unglück verfolgt. Würdest du sie wirklich schützen wollen, ein Held sein wollen, brächtest du dich um. Das wäre für alle besser. Oh Gott. Ich muss gerade aus seinem Kleider rausbauen. Kletter da hoch, du Affe! Weg mit dem Scheiß. Ja, endlich. Oh, meine Fresse. Vor allem knapp, weil ich habe noch 79 GB. 79? Ja. Gigabyte? Ist so knapp. Na, das kann ziemlich fix gehen bei 60 Frame-Aufnahmen. GTF, also. Oi! Spawn-Kills sind scheiße, Alter!
Spawn-Kills. Doom auf Nightmare ist nicht aber so behindert unfair. Feuer ist weg, so nebenbei. Oh. Nur wegen diesem asozialen, unfairen Drecks-Cheater-Spawn-Kill. Was soll die Scheiße, Crytek? Soll man euch auch in den Arsch ficken? Ja, so fühlt sich das an. In den Arsch gefickt. Jetzt wirst du echt eine Bitch spielen. Oh. Was ist denn das für ein Penner da oben? Der hat das Sniper! Das Arschgesicht! Wo willst du denn hin? Bist du da? Ja, ich werde jetzt aufgeben, respawn machen. Wieso? Wenn du zurückrennst, wirst du gekillt. Und versuchst mich zu healen. Ich hab dich doch gerade rumlaufen sehen. Ja, weil ich gespawnt bin. Oh Mann! Was für Chatsches, ich geb dir gleich Chacha hier. Wie kannst du gleich tanzen? 8 Sekunden. Tanz für mich, du Tanzbär. Ich komm zu dir hoch, mein Frötchen. Dann nehme ich das kleinste, stumpfste Messer, das ich finden kann und schneid dein Dreckspümmel ab, dein Drecksmikropümmel. Und dann stopfe ich es dir in deine dumme Holzfällerfresslücke rein. Woher kriege ich Schaden? Von dem Wichser da unten. Miese Bastarde! Oh, Alter! Geh weiter! Piss dich! Ah, da oben ist er! Für dich gibt es hier nichts zu gewinnen. Das Ende ist blutig. Für jeden. Oh. Alter, ist das Spiel eine Bitch geworden. Ich weiß nicht, ob er mit Gott spricht. Es ist nicht von Belang, er hatte
recht. Na, dein geiler Fels da. Die Menschheit steht mal wieder vor einer Krise. Es ist nicht von Belang, was wir bauen oder erreichen. Wir finden immer einen Weg, es einzureißen. Gib dein Mikropimmel her jetzt. Babylon, Rom, Imperien steigen auf, Imperien fallen, Amerika. Wir sind nicht anders. Wir halten uns für unzerstörbar. Zweiter Weltkrieg, Krieg gegen den Terror. Wir haben überlebt. Aber es brachte uns nur näher an den Abgrund. Und genau da sind wir jetzt. Ganz pünktlich, wie bestellt. Und warten auf jemanden, der uns runterschubst. Und oh Mann, hast du uns geschubst. Du hast genau getan, was er vorhergesagt hat. Und du hast es nicht mal gewusst. Du hattest keine Ahnung. So ein Dickkopf hier. Gib dein Pimmel her. Ich tritt drauf. Da, Schmacki, posiere, mach die Holzfällerpose. Mach die Holzfällerpose. Dann haben wir quasi das Gebiet. Haben wir jetzt fertig, oder? Was sieht's aus? Johns und das ist Fates Region. Gehen wir nach zu John. Ja, John wäre der nächste. Ja, das ist John. Wow, die ist jetzt über eine Stunde lang, die Aufnahme. Oh ja. Dann waren wir jetzt die Abmoderation. Und dann gehe ich erstmal zum Waffenshop. Oder ich mache das parallel. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal bei Far Cry 5. Das war der erotische Holzfäller. Nur für euch. Schaut bei uns im Discord vorbei. Aber nur, wenn ihr ganz, ganz gut Cha-Cha-Cha tanzen könnt. Und auf heiße Holzfäller-Augen steht. Tschüss. Haut rein. Ciao, ciao. Und auf wieder Holzfällen.